Es ist ein Quickie-Markt. Schade. Keine weiteren Sauereien. Ein Quickie-Markt. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass du so empfindest. Warum ist der normale Laden im Hinterzimmer? Weil es mir zu peinlich ist. Ohne den Quickie-Mart hätte ich die Leisure Suite längst schließen müssen. Daran ist dieses Internet schuld. Jetzt, da die Leute die ganze nackte Haut einfach im Internet anschauen können, kommen sie nicht mehr hierher. Und wer die neutrale Verpackung erfunden hat, sollte sich auch was schämen. Jedenfalls kann ich mich nur über Wasser halten, weil ich auch diesen Laden habe. Also, du kennst jetzt mein schmutziges Geheimnis. Schau dich ruhig um. Immerhin der Schneemann scheint Spaß zu haben. Kannst dich bedienen, Jungchen. Alle Kunden können sich einen gönnen. Das macht mich überhaupt nicht misstrauisch. Ich hatte doch einen Becher, einen Thermobecher. So. Das hilft mir nicht. Muss doch bestimmt in den Thermobecher oder so, ja. Sonst friert er, sonst schmilzt das ja und so. So bleibt er schön kühl. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für Kunden mit Prunepal. Prunepal ist eine Bezahl-App von Prune und nur für Mitarbeiter der Firma verfügbar. Oh, na dann. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für Prunepal. Oh. Das könnte mir auch stehen. An ganz vielen. Regenbogen-Haarverlängerung. Nee, ist klar. Schau dich ruhig um. Ja, warum noch nicht? In diesem Alter noch. Mehr kann ich hier nicht angucken, okay. Cocktopussy. Gut, nicht hier. Ach, sie will noch was? Okay. Achso, hey, die Maske. Du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Darf ich also nicht mitnehmen, die Einhornmaske. Schade. Alter, wie das hier alles aussieht. Und eins. Und alles ziemlich versifft. Ja. Wer ist er? Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen, aber ich habe noch ein Geheimrezept. Da weiß aber schon, dass seine Muckis nicht so dick sind. Nee, das ist schon keine Ahnung. Du rasierst dich nicht? Nein, ich trinke nur noch Proteinfakes. Proteinfakes? Proteinfakes. Fake. Platzt ja bald. Also, bleib dran. Du fasst das auch. Die Kugel hat eine interessante Musterung. Hey, das ist meine Bowlingkugel. Das beste Mittel gegen Sportverletzung. Es sind nur noch Desinfektions. Süßer Hund. Jetzt fang ich auch schon. Süßer Hund. Putzig. Damit könnte man bestimmt den. Na, kleiner Hundi. Oh, jetzt ist er traurig. Das macht ihn fast noch niedlicher. Fast. Wie fies. Die Schranke lässt mich. Tiefes Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Okay. Komm ich also nicht Bleiben rein. Bleiben Sie fit im Fred und sonst auch. Okay, jetzt habe ich so einen kleinen Gummiknauknochen. Da kann ich doch bestimmt den anderen Hund mit bestechen. Oder so. Muss ich noch überall das Plakat aufhängen? Fällt mir gerade so. Ach nee, ich muss ja noch das eine trocken kriegen. So.
runter, bring mich zu Lefties. Das hilft mir nicht. Eher nicht. Das ist Infektionstyp. Der Knochen ist durch den Kaugummi unglaublich klebrig. Klebrig ist gut. Klebriger Knochen. Was immer ich jetzt mit einem klebrigen Knochen anfangen kann. Die beiden Sachen funktionieren. Das ist gut, so wie es ist. Ich habe so viel Zeug, was ich gar nicht weiß, wozu ich das alles brauche. Das lässt sich nicht. Das lässt sich. Das wären zu. Das hilft mir nicht. Soll ja noch. Okay, dann kann ich da nichts mehr. Soll ich hier noch. Ach, das ist. Was kann ich jetzt mit dem ganzen Zeug machen? Keine Ahnung. Ist gut. Hast du genauso viel Ahnung wie ich? Immer. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Hallo, dieses Timber-Ding sagt, du willst mich matchen? Na, wenn das so ist, rein mit dir. Noch versifter. Wow. Ich mag, was du aus dem Zimmer gemacht hast. Du warst schon mal in diesem Loch? Wenn du wüsstest, wie treffend das ist. Wie meinst du das? Sagen wir es so, die Vormieterin hier drin hatte viel Fremdenverkehr. Das erklärt, du warst schon mal in diesem Loch. Na klar. Und sagen, dass er sie geschickt hat. Von dem exotischen Geruch der Matratze ganz zu schweigen. Als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Oh, apropos, komm. Wenn du magst, können wir ja neue Gerüche auf der Matratze produzieren. Oh mein Gott. Du gehst ja ganz schön ran für einen Internettechniker. Ich hatte das die ganze Zeit auf Stumm und hab nur mitgelesen. Viele Typen packen heutzutage alles Mögliche in ihr Timber-Profil, nur um mehr Matches abzusahen. Das wäre ganz schön enttäuschend. Dabei brauche ich doch dringend jemanden, der mir zur Hand geht. Natürlich. Wer würde denn schon in einem Internet... Ah, ist klar. Larry Leffer, zu Diensten. Du redest nicht um den heißen Brei herum und bist hilfsbereit. Gute Mischung, Süßer. Wer weiß, was passiert, wenn du wirklich wieder das Internet zum Laufen bringst. Was macht so eine erregende Dame wie du an einem so juckreizerregenden Ort wie diesem? Was macht eine Dame wie du an einem so juckreizerregenden Ort? Oh mein Gott. Ich arbeite gerade an meinem Abschluss in Literaturgeschichte. Wohnungen in New Lost Wages sind selten und teuer. Daher bin ich hier gelandet und verdiene mir Geld mit Cam-Shows. Cam-Shows? Du bist also im Fernsehen? Nein, im Internet. Also wäre ich, wenn das Internet anständig laufen würde. Meine Follower warten schon sehnsüchtig auf meine nächste das Show. Das ist irgendwie Netz. Die Synchronstimme von Barney Stinson. Wenigstens kann ich mich über das Mobilnetz bei Timber einloggen. Barney Stinson. Stimmt. Vielleicht wusstest du das. Wo ist denn dieses Internet? Und ist da was abgebrochen? Du willst wissen, wo der Router steht? Der muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Genau. Die Route. Wie sehen die gleich noch aus? So ein Kasten mit Leuchtanzeigen. Lefty müsste das wissen. Wir haben doch jetzt ein Date. Wegen dieser App. Oder? Keine Sorge. Sobald ich wieder Internet habe, bekommst du eine ganz besondere Show geboten. Mein Süßer. Das Schöne ist, in diesen allen Larry-Spielen, es passiert eigentlich nie etwas. Wann kommen wir denn zur Sache? Sei doch nicht so ungeduldig.
Zuerst sind meine Follower dran. Und damit ich richtig viele Follower bekomme, brauche ich meine Bestellung. Das Paket lagert noch in der Leisure Suite. Danach kriegst du deine ganz private Show. Versprochen. Leisure Suite? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau. Der Laden in der Innenstadt. Da liegt ein Paket für mich. Aber ich habe den Abholschein dummerweise in mein Schmuckkästchen gelegt und finde den Schlüssel dafür nicht mehr. Gott, kannst du nicht einfach deinen Ausweis vorlegen und das abholen? Nein, man braucht den offiziellen Paketschein. Außerdem kann ich hier nicht weg, bis ich meine Show abgeliefert habe. Wann hast du den Schlüssel denn das letzte Mal gesehen? Ich weiß, dass ich ihn bei mir hatte, als ich das letzte Mal aus dem Haus gegangen bin. Toll. Okay. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Lisa. Schlüssel finden und Router reparieren. Ich werde jetzt bestimmt. Du bist doch Techniker, du musst dich damit auskennen. Eine Erinnerung in deinem Kalender angelegt. Ich werde jetzt bestimmt keine Witze über Gummis oder Blasen machen. Ich habe die. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Ich leihe ihn mir nur kurz. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Finger weg von meinem Erdbeerbusch. Ein Prachtexemplar. Sieht so aus, als wäre die Gentrifizierung in vollem Gange. Damit könnte ich höchstens bei einem Kartrennen etwas... Bitte verklagt uns nicht. Es ist wirklich alles total versifft. Ja. Und wie sieht auch diese Abrissbirne so ein ich brauche für meine Show eine gute Gesicht drauf? Bitte? Was ist? Wie sie auf diese Abrissbirne so ein komisches Gesicht drauf ist. Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Davon werde ich noch einige mehr brauchen. Fand wohl einer toll, oder? Keine Ahnung. Ohne den richtigen Schlüssel. Aarons Schmuckkästchen ist wirklich. Okay. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Ach so, darf ich nicht wegtrimmen. Buschtrimmer. Mal ehrlich, wer würde hier seine Wäsche waschen? Wer? Keine Ahnung. Niemand. Die kam der dreckige raus, dass du sie reinpackst. Mülltonne. Ohne guten Grund. Das quillt. Also den Buschtrimmer brauche ich bestimmt hier für den uppigen Busch. Vermute ich mal. Aber ich darf den Buschtrimmer nicht mitnehmen, weil sie ihn da oben haben will. Oh, der arme Hund. So, jetzt den Abholschein hat sie auch verloren. Was hat die eigentlich nicht verloren, die Frau? Das frage ich mich. Ich würde jetzt sagen, Unschuld oder Würde, aber... Mhm. Bist du bestimmt noch Jungfrau? Ja klar, natürlich. Aaron schickt mich, um ein Paket abzuholen. Ah, Aaron, eine meiner besten Kundinnen. Hast du einen Abholschein, Jungchen? Nein, aber sie braucht es unbedingt. Ohne Schein kein Paket. Okay, also Schein brauche ich zwar. Ich komme später. Seine Herzfrequenz. Ja, ja. So, den brauche ich definitiv. Abholschein. Hier kann ich noch einen Poster ankleben. Und eins weniger. Oh, da oben ist der riesen Pimmel. Alter. Sieht aus, als hätte Ted Mosby das, Ted Mosby, sag ich, Hammond Drellis das Gebäude da oben gebaut. Der Drummer ist verschwunden. Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. It's a penis. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar, aber ich kann mich nicht... Das ist ein Fall für Detektiv. Ich werde nicht drohen. Wo sollen die Plakate? Überall in der Suche am besten nach Stellen, wo sowieso schon. Kleb meine einfach dazu. Stört das niemand? Mich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle. Bis nachher.
enges Gitter. Irgendwas funkelt da unten. Okay, also ich muss mir jetzt... Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber die Lakritzschnecke ist zu kurz. Lakritzschnecke ist zu kurz, natürlich. Das lässt sich nicht... Okay, Lakritzschnecke und Schnürsenkel. Kurz plus kurz. Eine klebrige Angel. Da war ein Schlüssel im Gulli. Okay, den Schlüssel habe ich schon mal gefunden. Immer was. Immerhin, ist ein Anfang. Larry? So, Schlüssel für Schmuckkästchen. Passt. Und da ist ein Apfel. Damit kann ich Aarons Paket in der Leisure... So. Pullschein. Dann jetzt wieder zu. Da. Ein Unter kann nur auf der Straße. Muss ich echt zur Straße laufen? Toll. Pullschein. Hier, bitte sehr, Madame. Danke. Sekunde. Sorry, Kleiner. Ich kann die Schrift nicht lesen. Heutzutage wird ja alles so klein gedruckt. Wahrscheinlich sollen die daneben gemalten Penisse größer wirken. Schon mal von dieser neuartigen Technologie namens Brille gehört? Jetzt komm ja nicht so, Kleiner. Ich habe eine Brille. Aber letzte Nacht beim Sandwich zwischen den zwei finnischen Kleinwüchsigen und dem Maori-Krieger habe ich sie verloren. Okay. Das hilft mir nicht. Oh, sieht alles größer aus. Die beiden Sachen Was ist das? Ein Lesemonokel? Das trifft sich ja hervor. Wenn ich dir einen Tipp geben, werde ich mir merken. Okay. Das wird jetzt komplizierter, aber bitte sehr, okay. Madame. Danke. Sekunde. Dann wollen wir mal schauen, was diese neuen Gläser taugen. Ja, findest du nicht auch, dass solche Spiele früher wirklich hier schwieriger waren? Liegt schon ewig rum. Das arme. Na, vielleicht wird's ja nur schwierig. Ich bin noch sehr am Anfang hier. Ist dein Schließmuskel besser als dein Mund? Soll das eine Herausforderung sein? Nein. Ach so. Hier, dieses Paar Gratis-Handschuhe bekommt jeder Kunde, damit er die Klappe hält. Du hast recht. Ich weiß jetzt schon, was ich mit den Gummihandschuhen machen muss, die ich gerade gekriegt habe. Ja, sie sind etwas voraussehbarer geworden, diese Spiele. Oder wir sind intelligenter. Nein. 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 Das hilft mir nicht. Auf keinen. Die riechen so schon genug. Okay. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die Gummihandschuhe kann ich benutzen, um eine Mülltonne rumzuwühlen, aber anscheinend nicht. Larry? So, ich hab dein Paket. Schnucki, Mausi, Spatzi. Endlich. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Spielzeug ein- und meinen Followern vorzuführen. So. Dann bis später. Ich werde auf dich... So, jetzt muss ich noch das Internet in Ordnung bringen. Dann muss ich den Typen mal fragen, wo der Router... die Route ist. Kann ich dir helfen? Also... Ah, dieses Internet ist kompliziert. Hast du eine Ahnung, wo hier das Internet steht? Hast du eine Ahnung, wo hier das Internet steht? Macht dieser schrottige Router wieder Ärger? Ja, Aaron meinte, ihre Verbindung wäre zu schwach. Hat was mit ihren Kameras zu tun. Komisch, ich habe gar keine Kassetten gesehen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, auf dieses abgefahrene Teil umzusteigen, nur weil es so schön altmodisch aussieht. Moment, sprichst du jetzt von mir oder meinst du? Die Jukebox ist ein Router? Die Jukebox ist ein Router? Ja. Das wurde mir als modernste Hybridtechnologie verkauft, macht aber nur Ärger, das Teil.
Und die Musikauswahl ist auch scheiße. Ein wirklich minderwertiges Produkt. Nicht zu vergleichen mit moderner Technologie wie mir. Oh, Sekunde. Ich muss kurz 71 kritische Updates installieren. Bin gleich wieder da. War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Oh mein Gott. Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Im Moment nicht. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich habe schon verstanden. So, ich werde mich jetzt ausklinken für heute. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Jo, ebenso. Viel Spaß noch beim Zocken. Danke. Tschüss. 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 Bis später, Lefty. Sie helfen also nicht nur gegen Geschlechtskrankheiten. Ich sollte Aaron Bescheid sagen. Hey Larry. Das Internet lebt wieder. Oh, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, mein Süßer. Meine Follower können sich auf eine nette Show freuen. Danach bist du natürlich dran. Also, sind wir dann jetzt bereit für die große Show? Naja... eigentlich schon. Was ist los? Hast du auf einmal Kopfschmerzen? Das passiert seltsamerweise vielen Frauen, mit denen ich rede. Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belasten. Ach, das machen irgendwie alle Leute, die ich treffe. Eigentlich war es nie mein Ziel, kleine, schmuddelige Shows im Internet abzuhalten. Willst du mir sagen, dass der ganze Ärger dann umsonst war? Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist dadurch bewusst geworden, dass ich mich mit etwas zufrieden gebe, das meinem großen Traum nicht gerecht wird. Zwingt dich etwa jemand, das hier zu tun? Das Literaturstudium? Nein, das mache ich freiwillig. Aber mein Herz schlägt für etwas anderes. Ich habe einen Traumberuf im Sinn. Einen, der meine Eltern stolz macht. Was ist das für ein Traum? Einer mit mir drin? Hm? Ich bin vom Land nach New Lost Pages gekommen, um eine richtige Stripperin zu werden. Die Literatur liebe ich natürlich auch. Aber der Traum vom Strippen ist einfach stärker. Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Ja, mach drin. Die Cam-Show mag ich ja, wenn ich mir doch nur diesen Traum... Danke, Larry. Aber ich muss jetzt wirklich mit meiner Cam-Show weitermachen. Okay. Kleinen Augenblick, ich mach grad... Kann ich die Wand da noch trocken kriegen? Ein Flyer für eine... Kann ich ja noch Busse annehmen. Und eins... Also muss ich jetzt erstmal rauskriegen, wie der Typ genau aussieht. Aber was anderes kann ich gerade nicht machen.
Was gibt's? Dein Drummer ist... Ja, als ich ihn das letzte... Aber ich kann... Das ist ein... Ich werde... Okay. Wie heißt denn dein... Styx Laboom. Ein interessanter... Hast du vielleicht... Keine Chance. Der Hass, aber am besten fragst du die Jungs hier im Salon de Lézard nach ihm. Ein interessanter... Ich sollte mich umhören, ob noch jemand etwas über diesen Styx weiß. Ja. Bis nachher. Hallo. Ich habe gehört, ihr hättet mit einem Drummer namens Styx geredet. Ja, grässlicher Typ. Was ist mit dem? So, noch hast du ein Laschenbrötchen. Wisst ihr, wo ich den finden kann? Keine Ahnung. Wir haben ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, hier drin zu rauchen. Wir können froh sein, wenn unsere Kunden uns nicht auf Schmerzensgeld verklagen. Ein interessanter Hinweis. Okay, Raucher. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Was hatte er für Kleider an? Eine von diesen altmodischen Kutten. Nur nicht in weiß wie du. Ein interessanter Hinweis. Mhm. Könnt ihr ihn gen... Was willst du? Welche Haarfarbe hatte er? Schwer zu sagen mit seinem roten Kopftuch. Zumindest sein Bart war grau. Oh ja, der sah ganz zerzaust aus. Und er wollte nicht mal unser gutes Bartöl kaufen. Ein interessanter Hinweis. Wisst ihr sonst noch was über Styx? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lemma. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Lasst uns über was anderes reden. Wir sehen uns später. Okay. Oh. Wollte ich ja noch da mal eben fragen. Hey, Larry. Ich hab ne Idee. Na dann schieß mal los. Die Innenstadt von New Lost Wages könnte meine urbane Seite zum Vorschein bringen. Wenn du damit meinst, dass du wie ein Obdachloser aussehen willst, wärst du dort richtig. Also, nein. Okay. Wie wär's mit Lefty's Bar? Der Laden erinnert zu sehr an den Intimbereich von Cam Kardashian. Voller schmieriger Versager und Ansteckungsmöglichkeiten. Boah, musste das jetzt sein? Im Prune Store sieht es aus wie in der Zukunft. Bei den hellen LED-Lampen dort sieht man jede Pore. Das ist nicht mal ein Supermodel. Gut, dann... Ich schau mich weiter. Du weißt eigentlich... Wer bist du eigentlich? Soll das heißen, du kennst mich nicht? Nein. Das kann nur bedeuten, dass du keine Modemagazine für Männer liest. Was du, wenn ich das sagen darf, vielleicht anfangen solltest. Gestatten? Richard Ryder. Männliches Model. Du kannst mich Dick nennen. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenher als Model zu arbeiten. Oh, warum nicht? Aus jedem Entchen lässt sich ein Schwan machen. Ich bin mal als Kind von einem Schwan gebissen worden. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich weiß. Wir sehen uns später.